Ja, hallo Leute, ich bin's wieder, Cola. Und heute sehr ein spontanes Video, aber ich probiere einigermaßen was Gutes draus zu machen. Und es war mal eine Fortsetzung zum Auto PvP, ne? Schon seit dem letzten Video, wo ich euch eigentlich erklärt habe, was gilt es darauf zu achten, wenn man eigentlich ins PvP gehen möchte. Wer das Video nicht gesehen hat, der sollte sich das am besten nochmal anschauen. Denke, ich werde das in der Videobeschreibung einen Link reintun, damit ihr da schnell hinfindet, etc. Und ja, heute wollen wir uns eigentlich mal anschauen, das Thema Teamkomposition. Was ist wichtig dabei und worum sollte man dabei schauen? So, ja. Also, wir werden uns gleich mal wieder hier in die Ninja-Liste verkrübeln. Und hier habe ich ein Team bereitgestellt, das ich so ein bisschen als Beispiel nehmen möchte. Also, wir nehmen hier erstmal alles raus. Klar kann ich den jetzt nicht rausnehmen, aber wie gesagt, das Wichtigste ist erstmal in der Teamkomposition herauszufinden, was will ich überhaupt spielen. Ich denke mal, das ist schon mal das Wichtigste. Und dann ist die zweite Frage, auf was baue ich mein Team auf? Man kann ein Team darauf aufbauen, dass eigentlich das Team um die eigene um die eigene Hauptfigur aufgebaut ist, dass die Hauptfigur die wichtigste Rolle im Team spielt. Oder man baut ein Team um einen anderen Ninja herum. Und C, gibt noch eine dritte Möglichkeit, ist eher sowas, den Mittelweg zu gehen. Was davon das Beste ist, muss jeder für sich entscheiden. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass Variante A eher für Klassen wie zum Beispiel die Nachtklinge geeignet ist. Die Nachtklinge hat einen sehr hohen Base Damage. Ist dafür also komplett geeignet, dass man dafür ein Team drauf aufbaut. Aber momentan allgemein alle anderen Klassen außer die Nachtklinge nehmen eigentlich mehr so eine Art Supporter-Rolle ein. Daher würde ich außer vielleicht bei der Nachtklinge eher Variante B oder C empfehlen, wie ich euch gerade vorhin gesagt habe. So, dann als nächstes ist es selbstverständlich wichtig zu wissen, was kann mein Ninja? Was kann mein Charakter? Also als erstes mal hier durchlesen. Ne? Was kann mein Ninja? Zum Beispiel jetzt hier beim Windtänzer. Am besten schaut ihr euch, wenn ihr diese Aufstellung macht, erstmal die Passiven an. Passiven sind eigentlich immer das Wichtigste. Verfolgung schaut ihr euch als letztes an. Als erstes schaut ihr euch diese Passiven Die wirklichen Passiven sind meist eigentlich immer hier unten. Eigentlich immer hier unten. Verfolgungen sind hier. Gut. Was kann jetzt zum Beispiel der Windtänzer? Er kann ein Schild geben an drei weiblichen Ninjas und einen negativen Statuseffekt entfernen. Und das jede Runde. Also vor jedem ersten Zug, glaube ich. Genau. Windtanz. Gibt Linien zu Angriff und Linien zu Widerstand an alle Ninjas, die neben der Figur stehen. Damit ist gemeint, so, das heißt, Gaara und Minato würden hier diesen Buff kriegen. Alle Ninjas, die hier vorne stehen, würden davon nichts kriegen. Dann haben wir die Windlinie-Verstärkung. Verstärkt drei Windlinjas im Team, heißt entweder der Windtänzer und zwei weitere Windninjas. Oder je nachdem, wenn ihr ein komplettes Windteam habt, wird einer wahrscheinlich den Buff nicht kriegen. Dafür drei andere, je nachdem. Nämlich einfach die Chakra-Koordination, dass euer Charakter, beziehungsweise wenn ein Ninja Chakra wiederherstellt, kann er sich 7% Leben regenerieren. Solange Leben wiederhergestellt wird. Dann haben wir mehrfaches Schattendoppelgänger-Jutsu. Am Anfang des Kampfes werden drei Schattendoppelgänger erstellt.
in Präsenz der Königin. Erhöht Ninjutsu und Angriff für jeden weiblichen Ninja im Team um 25%. Das Super Verwirrungsharem Mewtwo macht bzw. gibt Blindheit zu Beginn der ersten Runde auf 3 Gegner. Unnatural Energieentzug stellt jedes Mal, wenn der Ninja eine Verfolgungsfähigkeit einsetzt, Chakra wieder her. So, und hier könnte man erstmal ein paar Sachen suchen, die miteinander synergieren. Und hier hätten wir zum Beispiel gleich als bestes Beispiel diese beiden Sachen, die theoretisch miteinander sehr gut zusammenpassen. Charakter ist mittels Verfolgung in der Lage, Chakra wiederherzustellen und kann von der Chakra-Koordination als den 7% Leben, die er dadurch kriegen würde, profitieren. Das wäre eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, jeder Ninja hat ein Element verstärkt. Heißt, Wind-Ninja hat Wind-Ninja-Verstärkung, Blitz hat Blitz-Verstärkung, etc. etc. und so weiter. Daher ist es nämlich gar nicht mal so eine üble Idee, ein Team zum Beispiel aufzubauen, das aus Wind-Ninjas besteht. Natürlich jetzt vielleicht nicht unbedingt komplett Wind-Ninjas, aber mit Wind-Ninjas. Damit kann man schon mal sehr stark profitieren, weil man hier nicht von einer Barriere abhängig ist, die einem den Schaden erhöht. Heißt, wenn ihr zum Beispiel ein Gegner auch einen Barrieren-Ninja hat und der eure passive überschreibt, die ebenfalls eine Barriere macht, dann hättet ihr zumindest auf 100% immer noch euren 40% Buff auf 3 Ninjas für 5 Runden. Selbes zählt zum Windtanz. Dann haben wir die beiden Schuss der Blumen im Präsenz der Königin. Verstärkt euren Windtänzer stark. Also wirklich stark. Ihr seid in der Lage, insgesamt 3x25% zu kriegen, wenn ihr 3 weibliche Ninjas ins Team nehmen würdet. Das heißt 75%iger Buff auf euren eigenen Charakter. Und mit Schuss der Blumen hättet ihr noch eine gewisse Sicherheit in diesem Team. Weil 3 weibliche Ninjas einen Schutzhit kriegen jedoch. Und einen negativen Statuseffekt wird davon entfernt. Man könnte auch wirklich halt auf die defensive Variante gehen. Mit Windtanz und mehrfacher Schattenlupengänger. Ihr erhöht den Widerstand eures Teams, solange sie neben euch stehen. Plus habt ihr Schattendoppelgänger, die den Weg versperren vor euch. Das heißt, ihr kriegt für eine gewisse Zeit lang keinen Schaden durch Standardangriffe. Ihr seid dadurch ein bisschen geschützt. Das hier ist ebenfalls sehr gut, hat jetzt nicht wirklich viele Synergien mit den anderen, muss es aber auch nicht haben. Ist nützlich, außer euer Gegner vielleicht um Immunität. Aber 3 Gegner können keinen Standardangriff machen in der ersten Runde. Was aber gut synergieren würde mit dem Shuttle-Jutsu in der ersten Runde. Ihr könntet, so gesagt, einen freien Shuttle-Doppelgänger aufs Feld bringen, ohne dass dieser direkt zerstört wird in der ersten Runde. Das heißt, ihr könntet schon mal wieder eine weitere Barriere aufbauen, die euch vor Standardangriffen schützt. So. Gut, wie gesagt, dass es wichtig ist, zu wissen, was für Fähigkeiten euer eigener Charakter hat. So, dann, ich baue meine Teams, oder würde es euch empfehlen, eure Teams immer aus 3, beziehungsweise immer 4 verschiedenen Rollen aufzuteilen. Und, diese kann ich euch so zeigen. In dem Team, das ich hier parat gemacht habe. Ich habe in meinem Team immer ein Support mit. In diesem Team nimmt der Windtänzer die Supportrolle ein. Inwiefern nimmt er die Supportrolle ein? Ich spiele in diesem Team Eremitenkunst, Schattendoppelgänger Jutsu und dann hatte ich das Team. Heißt, ich habe die Windlinie zur Verstärkung, ist ein Support, mehrfache Schattendoppelgänger Jutsu, was mir Schutz gibt vor Schattenladerangriffen, noch eine Supportfähigkeit. Ich mache jede Runde einen weiteren Shuttle-Doppelgänger, noch mehr Support. Eremitenkunst Windversteck. Entfernt Schilde plus alle Zuwachseffekte, halt, also alle Buffs etc. Was
nochmal eine Support-Fähigkeit ist. Das heißt, das ist immer wichtig, irgendwie ein Support zu haben. Wir werden nachher noch ein anderes Team zeigen, das ebenfalls, damit ihr so ein bisschen Vergleich kriegt, ne? Dann. Das, was ihr als nächstes braucht, ist ein Damage-Dealer. In meiner Version hier benutze ich Minato. Minato ist hier immer, beziehungsweise der Damage-Dealer ist immer auf der ersten Position. Er ist der Ninja, der engagen soll in der ersten oder zweiten Runde, der den Hauptdamage drücken soll eures Teams. Und meistens ist es nicht mal so eine schlechte Variante auf die am ganzen Anfang erwähnte Variante C. Entschuldigt, B. Dass ihr euch auf einen Ninja aus eurem Team konzentriert. In meinem Team konzentriere ich mich darauf, Minato zu verstärken. Da ist, dass Minato viel Damage und möglichst lange beschützt wird. Dass er viel Damage drücken kann und beschützt wird. Hm? Ihr versteht, was ich meine. Hm? So, dann das nächste, was ich sehr, sehr wichtig finde, ist ein sogenannter Unterbrecher. In diesem Fall, Gaara. Was meine ich mit Unterbrechen? Ziemlich einfach. Er hat in der Verfolgung ein Einfrieren, ein Verwirren oder sonst irgendwas. Was haben wir noch vergessen? Einfrieren, Dings. Entschuldigung, das muss ich jetzt ganz kurz nachschauen. Zielpunkt, genau. Zielpunkt. Das habe ich vergessen. Einfrieren, Zielpunkt und verwirren. Hm? Auf irgendwelche Art und Weise in dieser Verfolgung müsste es mit drin sein. Das ist meiner Meinung nach eines der wichtigsten Sachen in den Teams. Denn somit seid ihr in der Lage, solange es möglich ist, einen gegnerischen Ninja für eine Runde, bei Segelpunkt für drei Runden, praktisch nutzlos zu machen. Hm? Was sehr wichtig ist. Ein Ninja, der noch rumsteht auf dem gegnerischen Feld, ist nicht viel wert. Hm? In diesem Fall, aber auch in diesem Team, nimmt Gaara zusätzlich noch die Position eines Tanks mit ein. Solange ich meine Barriere zum Beispiel habe. Da kriege ich jede Runde ein Schutzschild. Hm? Das heißt, er nimmt hier so ein bisschen diese Tankrolle ein. Meistens sind es auch die Tanks, die ein bisschen diese Unterbrecherrolle mit einnehmen. Aber nicht immer. Und zum Beispiel hat er auch Immunität gegen tiefe Schweben, hohe Schweben, Zurückschlagen und Fallen. Hm? Also auch sehr tanky. Dann, was ich als viertes und letztes immer mitnehme, ist so eine Art Sub-Damage-Dealer. Heißt, eine zweite Möglichkeit, Damage zu drücken auf euren Gegner. Hm? In diesem Fall, in diesem Team, habe ich Temari mitgenommen. Temari bufft sich für jeden Windninja auf dem Feld um 12%. Das heißt, kann sich um insgesamt 36% selbst buffen. Und noch mehr, wenn man zum Beispiel im Gildenkrieg spielen würde. Das heißt, sie hätte schon 36% Buff. Sie kriegt nochmal einen Buff durch die Barriere von Gaara. Das heißt, durch 76%. Wenn noch die Windlinie-Verstärkung dazu kommt, haben wir schon 116%. Hm? Also 116% auf Tamari selbst ist stark. Sehr stark. Plus nimmt sie auch noch eine Supporterrolle ein, weil sie dem eigenen Team ein Schutzschild gibt. Und man könnte theoretisch Tamari auch als Main-Damage-Dealer spielen, da ihre Opage wirklich gut ist. Also wirklich gut. Sie trifft alle gegnerischen Truppen aus dem gegenüberliegenden Team, beziehungsweise dem Team, das ihr anvisiert habt. Ihr könnt zweimal einsetzen, habt dann eine Ablenkzeit von 4 Runden und es ist eine sofort auslösende Opage. Also ein allgemein extrem starkes Kit. Hm? In meinem Fall habe ich sie hier hinten stehen, weil ich Ninjutsu Attribute kriege, wenn ich sie hinten habe. Und Minato ist stark, weil er Taijutsu brauchen kann, darum steht er hier vorne. Hm? Also ein bisschen so diese Überlegung, versteht ihr? So, dann müsste man schlussendlich halt nur noch rausfinden, kann ich mit diesen Teams auch eine Verfolgung machen? Hm? Es ist nicht immer das Wichtigste, eine hohe Verfolgung zu haben. Es kann auch, ein Team kann auch absolut gut sein, wenn ein Ninja nicht in einer Verfolgung eingebunden ist.
Solange euer Unterbrecher, so gesagt hier zum Beispiel Gaara, mit in diesem Team mit drin wäre. Sagen wir zum Beispiel halt, ihr hättet jetzt anstatt die goldene Schnecke nur die violette Schnecke oder ihr habt nur die Schlange oder sowas. Aber er macht Fallen, würde Fallen verfolgen, er würde da hohes Schweben verfolgen und einfrieren. Aber dann wäre Tamari nicht mit dabei, was ein bisschen schade wäre. Aber es ist nicht schlimm. Es ist wirklich nicht schlimm, Leute, wenn ein Ninja nicht in einer Verfolgung eingebunden ist. Solange ihr euer Unterbrecher mit drin habt. Ihr versteht, auf was ich hinaus will? So. Gut. Eins noch der Hauptelemente, die eigentlich auch sehr wichtig sind, ist meiner Meinung nach, das ist eher etwas so, das ist so ein meiner Dinge, die ich haben möchte, ist immer ein Schild. Egal wie stark oder was auch immer dieser Schild ist, es kann auch nur ein Tausender-Schild sein. Für mich muss eigentlich ein Schild mit dazugehören. Er fängt Schaden ab und es ist einfach immer nützlich, ein Schild zu haben. Ich bin auch persönlich ein Fan von Doppelgängern. Doppelgänger absolut nützlich. Fangen Standardangriffsschaden ab, haben meist noch zusätzliche Fähigkeiten. Absolut perfekt. So, dann wollen wir zum Beispiel jetzt noch ein anderes Team anschauen. Nur um jetzt noch einen Vergleich zu kriegen. Es ist nicht das beste Team, aber es wäre eine Möglichkeit zu spielen. Und es ist gar nicht mal so schlecht. Ihr könnt euch jetzt vorstellen, hier wäre ein Feuerbändiger. Also, wie würde das Team funktionieren? Eigentlich ziemlich einfach. Ihr habt Naruto, euren Damage-Dealer. Dann habt ihr euren Unterbrecher. Dann so. Kein Tank, aber ein Unterbrecher mit Supporter-Rolle. Eure Tank-Rolle nimmt eigentlich der Naruto hier in diesem Team ein. Also so eine Damage-Tank-Rolle. Und hier haben wir noch eigentlich einen weiteren Unterbrecher, was auch sehr nützlich ist, weil ihr habt zweimal einen Unterbrecher in diesem Team. Sogar fast schon dreimal, wenn Tanzos Barriere oben ist, weil er noch jeweils ein Verwirren macht auf den gegenüberliegenden Gegner. Und ihr kriegt ein Schutzschild durch Iruka plus einen Buff. Also sehr starke Supporterrolle. Dann wird euer Feuerbändiger eigentlich so die Rolle wieder auch des Supporters einnehmen. Also, es ist nicht das optimalste Team. Definitiv nicht. Aber so, dass ihr ungefähr seht, wie man etwas aufbauen könnte. Weil hier würde man den Feuerbändiger mit der Verfolgung tiefes Schweben zurückschlagen nehmen. Das heißt, man hätte schon mal auch noch ein Himmelsverlies mit drauf auf den Gegner. Man würde noch die Opake nehmen, die dir ein Schild gibt. Also ihr hättet für eine Runde Immunität plus nochmal ein Schild, so ein Ruka-Schild, weil ihr habt alles Konoha-Ninjas. Dann könnt ihr noch den Spiegel mitnehmen als Passive, auch sehr starke Passive. Ihr hättet noch jeweils einen Buff auf dem Feuerbändiger, dann so Ruka, jeweils durch die Barriere, falls er oben ist. Ich würde allgemein auch noch wieder Feuerbändiger mit Doppelgänger spielen. Ihr habt wieder zwei Doppelgänger vorne, dann absolut stark. Also nichts Schlechtes daran. Ich denke, ihr versteht auch, was ich hinaus will. Ich hoffe, die Musik ist gerade nicht so laut, aber ich mache das Ganze sonst kurz ein bisschen leiser. So, vielleicht. Lassen wir es mal so. Denke ich. Aber ja, ich denke so, mittlerweile sieht man so ungefähr, worauf ich hinaus will. Ich denke, ich fasse das Ganze nochmal kurz zusammen. Machen wir das am besten, machen wir mal kurz eine Textdatei auf. Also, das Wichtigste, was ihr immer in einem Team da drin haben sollt, ist erstens ein Damage-Dealer. Zweitens ein Tank. So, Leute, entschuldigt kurz einen Cut. Irgendwie hat sich hier meine Aufnahme aufgehängt. Ich hoffe, sie läuft jetzt ganz normal weiter. Jawohl, gut.
Wir waren gerade an dieser Liste. Ich habe gerade ein bisschen weiter gequasselt und nicht gesehen, dass die Aufnahme ausschellt, aber das kann ich auch nicht sehen, weil er sieht, das Aufnahmeprogramm ist hier unten und ich muss es auch machen, damit ich sehe, ob das Ganze läuft oder nicht. Ja, wir waren gerade bei dieser Liste, was wichtig ist. Wir waren beim Damage Dealer, beim Tank. Dann das nächste, was wichtig ist in einem Team, ein Supporter und ein Unterbrecher. Ich sage nicht, dass man nicht Teams spielen kann, die etwas von dem hier nicht drin haben. Außer Damage Dealer, das ist immer mit drin. Und ein Support. Diese Rollen sind eigentlich immer vertreten. Aber selbstverständlich kann man Teams spielen ohne Unterbrecher. Absolut kein Problem. Es ist mehr dann abhängig von euch dann, dass ihr auch die Kampfkraft habt und eure Gegner dann zu besiegen. Ja, um das Ganze noch mal zusammenzufassen, habe ich es hier nochmal aufgeschrieben, dass ihr euer Teams entweder auf eurer Klasse aufbaut oder ein Team aufbaut auf einem Ninja in eurem Team oder ein Allrounder-Team baut. Das Allrounder-Team ist eigentlich gerade das, was ich euch vorhin gezeigt habe, mit Iroka, Naruto und Danzo. Ein Team, das auf eurer Klasse aufbaut, kann ich euch auch ganz kurz noch schnell zeigen. Da war letztens was, das ich gesehen habe und das mir eigentlich relativ gut gefallen hat. Das war folgendermaßen. Ruka und ich glaube, da war noch ein Azuma-Windklinge mit drin. Nachtklinge auf erster Position oder vielleicht sogar auch Mifune. Komplett hier Buff, hier Buff, hier Buff und Nachtklinge kann sich auch noch selbst buffen, also tonnenweise Buff und fokussiert auf einem Ninja, auf der ersten Position steht. Und also das wäre ein Team, wenn es darum geht, zum Beispiel, wenn ihr, wie gesagt, ein Team wollt, das auf eurer Klasse aufgebaut ist. Ein Team, das jetzt zum Beispiel auf einem Ninja in eurem Team aufgebaut ist. Wäre das, das ihr gerade vorhin gesehen habt, das ich gerade weggeklickt habe. Das wäre dieses hier. Wenn Nintendo nicht verschwinden würde. So. Nachtlinge auf erster Position mit Doppelpacke, die ihn mehrfach angreifen lässt. Plus noch die Passive, die ihn nochmal angreifen lässt. Plus der Standardangriff, der Chakra wiederherstellt. Eine sackstarke Aufstellung im Gildenkrieg. Dreimal dieses Team und ihr seid eigentlich ziemlich safe, weil dreimal Tendo direkt in der ersten Runde, das tut absolut weh. Nicht so starkes Team im 1 gegen 1, aber es soll hier nur als Beispiel dienen, dass hier ein Ninja in eurem Team gebufft wird. So, die Aufnahme läuft noch. Ich schalte nochmal hier die Textdatei hoch, weil ich glaube, ich habe jetzt so ungefähr alles erzählt, was ich erzählen wollte zum Team, zum Thema Teamaufbau. Ich hoffe, ich konnte euch einigermaßen nützliche Infos mitteilen und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.